Machen wir den Baum noch hier. Dem Erdboden gleich. So. Das hier noch. Bisschen gemischt wieder Birke, bisschen Eiche mitnehmen von jedem was. Weil wir eben auch dann für das zukünftige Projekt einiges davon brauchen. So. Mal ein bisschen hier umschauen. Das wird natürlich dann auch alles wieder aufgeforstet hier, ist klar. Aber zunächst mal in erster Linie das alles hier wegmachen. Weil es eben nicht so richtig ins Landschaftsbild passt. So. Genau, und wie gesagt, aus Birke und Eiche und allem möglichen Mist, den wir dann so haben, wird dann daneben diese Villa eine Mühle gebaut. Das wäre jetzt so das Ziel. Ich würde mal hier oben das auch noch so ein bisschen runternehmen, weißt du. Sonst auch wieder ein bisschen too much. Hier sind so viele Bäume, die hier direkt so an dem Hang so sind, die alle so ein bisschen komisch gewachsen sind auch. Die werde ich mal versuchen, wie gesagt, ein bisschen einzugrenzen. Mal gucken, inwiefern und inwieweit mir das gelingt, aber wenn hier oben dann erstmal alles weg ist, sage ich mal, können wir das ja auch wieder versuchen, ein bisschen zu kultivieren. Aber Holz brauchen wir eh sowieso erstmal jetzt und deswegen muss hier einiges weichen. Das ist der eine Punkt. Und der andere ist eben, dass das hier oben mal sich wieder ein bisschen erholen kann. Von dem ganzen Zeug, was hier so rumfliegt und flog. Tja, und zum anderen eben, wie gesagt, mal Lager füllen und Lager auch, aber gleich wieder ein bisschen strapazieren, weil ich eben dann Holz brauche ohne Ende für eine Windmühle, für eine wunderschöne Windmühle, die sich da auch noch dann an unsere Landschaft mit anschmiegen wird. Und ich denke mal auch hervorragend damit reinpasst. Kann ich mir sehr gut vorstellen. So, da waren jetzt noch ohne jetzt, hoppala, ja genau, ohne dass ich hier runterfliege, wollte ich gerade sagen. Mal irgendwie darüber. Hier geht das nicht, weil hier diese Birke wächst. Die haue ich jetzt weg. So, die wächst aber auch wieder mit der Eiche hier so ein bisschen zusammen, also muss die Eiche auch weg. Und die Eiche wiederum wächst mit der Birke zusammen, also muss die Birke auch weg. Genau das meine ich nämlich, das wächst dann alles so zusammen und sieht irgendwann unästhetisch aus hier oben. Naja, das wächst hier alles miteinander zusammen, also müsste ich hier hinten so viel rausholen jetzt an Wald. Was ich mir aber, wie gesagt, leisten kann. Weil A, kriegen wir Setzlinge, um es zu rekultivieren. Aufzuforsten wieder. Und auf der anderen Seite brauchen wir eben auch einfach mal ein bisschen Ästhetik hier oben auch in dem Berg, jetzt wo dieser wunderschöne Turm da über unserer Farm ragt. Tja, alles führt zum anderen bei Minecraft. Tja. Wieder mal schweigen und genießen angesagt hier. Kann man zu solchen
Aktionen immer nicht viel reden. Das ist immer ein Nachteil an der Sache dann. So, dann kann sich das jetzt hier mal alles in Wohlgefallen auflösen. Wir sammeln mal noch alles ein, was wir so mitkriegen können hier. Und... Ah, ein Hühnchen, auch noch. Hoppala, jetzt nicht mehr. Fliegt auch noch Zeug rum. Vielleicht gleich schon wieder hier reinmarschiert. Selbst in der letzten Ecke hier ist noch Reisig zu finden, Setzlinge. So, da sieht der Berg zwar jetzt erstmal ein bisschen geschunden aus. So ganz ohne Bäume. Aber wie gesagt, wir werden auf jeden Fall wieder ein paar nachpflanzen. Das ist unsere Aufgabe jetzt. Genügend Zeug dafür haben wir ja. Wenn das denn hier erstmal alles verschwunden ist, so einigermaßen. Weil hier ist noch jede Menge Laub. Und die hier weiß ich nicht so richtig. Müsste ich eigentlich auch nochmal entfernen. Das passt mir hier noch nicht so ganz rein. Ins Geschehen. So, da haben wir noch einen Apfel. Oh, ich muss niesen. Ah, ekelhaft. Tja, wir werden trotzdem hier oben ein bisschen Wald wieder pflanzen. Sonst sieht es gar so kahl aus. Der Berg ist eben auch nicht wirklich dafür gemacht, so muss ich sagen. Hier irgendwie großartig Bäume zu pflanzen, aber wenigstens ein bisschen, ne? Wenigstens ein bisschen. So. Katze streckt sich hier wieder. Ah. Oh, ist ein Platz. So, ich denke, das sollte dann schon fast reichen hier. Die Geschichte. Und wir können uns erstmal wieder ein bisschen rar machen hier oben. Ja. Und so langsam mal die Planung der Windmühle beginnen. Die Frage ist eben jetzt tatsächlich nur, wie machen wir es? Ich habe noch keine gebaut. Doch im Kreativmodus. Naja, aber auch mit Vorlage. Irgendein YouTube-Video laufen lassen, nebenbei mitgebaut. So war das damals. Aber jetzt frei Schnauze. Mal gucken, ob mir das gelingen wird. So. Dann können wir noch ein bisschen Schweinefleisch und sowas braten. Ich würde mal einiges an Zeug, was ich jetzt gar nicht mehr brauche, nach oben bringen. Das waren ja unter anderem hier, ich muss mir mal überlegen, diverser Stein. Hatte ich ja jetzt den Steinziegel. Und hier noch Bruchsteintreppen und hier noch diese... Überhaupt Steintreppen waren das ja, also kann ich die ruhig mit dazu packen. Ich überlege bloß gerade noch, ob hier oben noch irgendwas ist, was ich jetzt nicht brauche, beziehungsweise was hier oben hingehört beim Monsterzeug. Hatte ich die Federn noch mit dabei gehabt? Ja. So, und der Rest ist eigentlich unten. Der Rest ist eigentlich unten, genau.
Und das heißt natürlich jetzt wieder ein bisschen aufräumen. Cobblestone müsste voll sein. Ja. Brauchen wir nicht mehr. Dann haben wir noch ein paar Blumen. Die können ja hier mit rein. Äpfel können hier mit rein. Die Seeds können wir dann den Hühnern verfüttern. Wir haben wieder ein paar Zäune übrig. Die können wir erstmal hier mit reinmachen, da wo sie vorher mal waren. Wir haben noch ein paar Türen. Und überhaupt an und für sich erstmal noch einiges an Holz, was wir jetzt mitgebracht haben. Nicht zu verachten. So, dann auch einiges an Birkenholz. Da könnte ich mir aber auch vorstellen, gleich mal ein bisschen noch zu produzieren. So und so, dass das da drin nicht mehr ganz so leer aussieht. Fürs Erste. Dann haben wir hier natürlich jetzt auch Fichtenholz wieder. Das würde ich mal so machen, weil wir das ja mit am seltensten haben. Oh ja, Topsy, guckst du mich wieder ganz verschlafen an. Ne? Du olle Schlafmütze, du. Ja. So, hier sind jetzt die Laternen, Fackeln, Glas. Glas, 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 Glas. Ich werde es mir nie merken. Hier ist Glas. Damit dazu. Erde haben wir ein bisschen übrig. Mann, wie sage ich jetzt wieder vor schon mal? Das kann mir erst mal einer verraten. Da rede ich schon wenig und trotzdem. So. Fleisch. Fleisch. Und Kohle. Weichen die? Achso, ja, stimmt, die hatte ich ja da oben gefunden. Sieh mal an. Tja, und dann ist es so, dass ich jetzt, eigentlich schon wieder Holz brauche. Aber ich würde mir mal hier von den Stämmen ein bisschen mitnehmen, beziehungsweise hier vielleicht sogar noch ein bisschen produzieren. Das mit einsortieren. Zwei nehme ich mir mal mit. Und vom Eichenholz nehme ich mir auch mal ein ganz paar mit. So. Dann. Ja, brauchen wir eigentlich auch Glas? Tatsächlich. Ich weiß jetzt noch nicht, wie viel. Wir brauchen Fackeln, wir brauchen Laternen. Hätte ich alles gar nicht einsortieren müssen. Wir brauchen weiße Wolle. Wir brauchen Minimum eine Schaufel. Und ja, ich weiß gar nicht, was noch alles. Zäune, Leitern. Also es ist jetzt schon ein bisschen so, dass ich so ein ungefähr einen Plan habe. Aber noch nicht 100%. So, für weiße Wolle muss ich hinten in unser Schaflager gehen. Da haben wir leider nur das. Und dann mal schauen. Wird erst in der nächsten Folge beginnen, unser Projekt. Während hier auch schon wieder ein paar Bäumchen gewachsen sind. Cool. Hier müssten wir das... Hier ist Wolle und was ist denn da hier drin? Ach. Achso, na gut, dann kommen die da mit rein. Warum eigentlich? Ach so, weil ich weiß. Weißt du was? Dann nehme ich die mal mit. Und überhaupt die ganze Kiste nehme ich mit. Und dann könnte ich nämlich mal sagen, ich könnte mich zumindest damit anfreunden, wenn dieser Zaun hier... Ja, ich weiß, es werden jetzt sicherlich ein paar Schafe flüchten. Aber wenn dieser Zaun hier und dieses Tor hier einfach mal die Plätze tauschen würden... Naja, hau ruhig ab. Du wirst es eh mit deinem Leben bezahlen, Kumpel. Ciao. Tja, und so viel weiße Wolle ehrlicherweise haben wir ja gar nicht. Da würde ich nochmal mit der Schere durchflügen kurz. Achso, die Druckplatte sollten wir natürlich dann auch wieder hier hin machen. Bloß das ist so, ich komme hier zur Tür rein und latsche direkt da drauf und das will ich eben nicht mehr. Und deswegen... Ich habe mich jetzt dafür entschieden, das so zu machen wie bei den anderen Tieren auch. Schnippschnapp. Eben dieses Tor da links zu bauen und nicht mittig. So, gehen wir jetzt mal ein bisschen durch die Schafe, weil wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel Wolle ich brauche für die Mühle. Aber das lohnt sich ja hier immer wieder.
da mal durchzuzinnobern und in der nächsten Folge geht's dann los. Bis dahin, ciao.